Ja, Alof hätte eigentlich noch was zu sagen gehabt für uns, aber ich glaube, das kann warten, bis wir. Ich hoffe, er konnte sich's merken. Ich hoffe, das Spiel ist so schlau. So, wo bin ich gerade? Hier ist eine größere Insel, die wir erkunden könnten. Hier ist wieder ein Schiffswrack. Ja, Aschgrauer Rachen ist ein neuer Ort. Was haben wir hier? Du segelst an einem Riff vorbei, als Chopitek etwas ruft und nach Backbord zeigt. Dort ist ein Schiff in der Mitte gestrandet. Es balanciert auf einer schmalen Untiefe. Es hebt und senkt sich mit den Wellen. An seinem Mast hängt eine blaue Flagge, auf der man eine Mondsichel erkennt, die den Wellen versinkt. Deine Mannschaft versammelt sich und flüstert mit leiser, aufgeregter Stimme. Beodul eilt an die Regeln. Captain, das ist ein Gabenbringerschiff. Man kann nicht sagen, welche Schätze sich darauf befinden. Oswald Schnaub. Gabenbringer führen sentimentalen Krebskranz mit sich. Nutzloses Zeug. Nein, das ist das Schiff eines Schmugglers. Es ist eine klassische Tarnung. Allergim spuckt aus ins Wasser. Das ist eine verdammte dumme Tarnung. Gabenbringer besuchen nur Siedlungen, die von Land umgeben sind. Das ist eine Falle. Ja, fragen wir mal nach irgendwelchen Ideen. Alof. Alof reibt sich das Kind. Ich habe Gerüchte gehört, dass manche Gabenbringer in dem Erwerb als Schmuggler tätig sind. Möglicherweise hatten sie etwas vom Wert dabei. Edda? Mit einem Kopfschütteln runzelt Edda die Stirn und sagt nichts. Maya? Das Schiff fällt auseinander, Kapitän. Du kannst nichts mehr für das Schiff tun. Die See soll sich holen, was ihr zusteht. Maya zuckt mit den Schultern. Ja, wir rudern mal rüber. Du ruderst das Boot über die Riffe, die Wellen werfen es hin und her und die Unterseite des kleinen Bootes schrammt manchmal über die zerklüftete Struktur darunter. Du legst an einem Korallenstumpf neben dem Wrack an. Das Wasser ist rau und der Rumpf glitschig, aber du findest auf den sich bewegenden Planken Halt. Hochklettern. Du ziehst dich hoch und nutzt dabei verbogene Planken und Seepocken als Halt. Du hast fast das Hauptdeck erreicht, als eine Welle auf das Schiff prallt. Du hörst ein Krachen unter dir, als das Schiff sich bewegt. Deine Beine geben unter dir nach und deine Finger graben sich ins feuchte Holz. Du hältst dich gut fest. Sobald das Schiff anlegt, setzt du deine Kletterpartie fort und erreichst das sichere Deck. Das Schiff ist verlassen. Du willst nicht einmal leichen. Wenn das Schiff ein Boot hatte, ist es auch verschwunden. Nach Bergungsgut suchen. Du findest mehrere Kästen mit Vorräten und anderen verschiedenen Dingen. Taschentücher, Perlenschmuck, geschnitzte Figuren, die Puppe eines Kindes und Medizin. Munitionsvorräte erlangt, die ich nicht brauchen kann, und andere Vorräte. Du denkst an Oswalds Worte und fragst dich, ob dies nicht vielleicht doch ein Schiff eines Schmugglers war. Nach Hinweisen suchen. Maya. Stirnrunzel zeigt Maya auf einige Kratzer an Deck, als ob die Kiste mit Gerümpel mehrmals über die gleiche Stelle gerückt worden wäre. Du schiebst sie zur Seite und findest darunter eine Falltür. Darin ist eine kleine Truhe, randvoll mit Goldmünzen. 23 Goldskillings, aha. Maya 5, Schmuggler letzten Endes. Zwischen den Münzen ruht ausgerechnet das kleine Figürchen eines Imps. Ja, Kamee eines lachenden Imps. Kann ich einmal pro Ruhephase 2 Salzwasser-Imps beschwören? Ja, du lädst den Fund auf das Boot und ruderst zurück zum Schiff. 100 neue Erfahrungen für die Mannschaft. Das ist sehr schön. Weil das auch meinen Captain-Rang irgendwann steigern sollte. Kann ich meine eigene Seemannserfahrung irgendwo ansehen? Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Weil Crew-Erfahrung ist auch sehr wichtig.
So, wo bin ich jetzt eigentlich mittlerweile? Neun Reparaturvorräte, die ich wieder nicht gebrauchen kann. So, das müsste die Insel nördlich von Hasongo sein. Obst und Wasser, das ist immer gut. Nördlich von Port Maie. Gruppenverwaltung. Karte. Ach, das wäre die Insel gewesen. Unbekannter Standort. Todesfeuerhändler, Todesfeuerhändler. Ich hätte also die hier wahrscheinlich kartografieren sollen. Na gut, dann fahren wir erstmal nach Süden. Wir können ja auf dem Weg dann in Port Maie nochmal Obst und so einkaufen. Was haben wir noch an Vorräten? Essen ist ja nicht so wichtig. Wobei, wir haben mehr als genug Obst. Aber nicht so viel. Ich pack mal 50 erstmal rein an Obst. So, dann haben wir wieder genug Essen. Ja, und ich gleiche einfach mal. Genau, ich pack die Fahne da rein. Du mich auch. So, Wasser hier rein. Beim Augenblick kann ich das ja noch ganz gut ausgleichen. Ja, Schleimaal. Daraus könnte ich eigentlich Hackfresse machen. Kann ich eigentlich auf dem Schiff rasten oder warten? Kann ich eigentlich auf dem Schiff irgendwie kochen? Handwerk da. Nahrung. Herzhaftes Frühstück könnte ich machen. Sogar na, sechsmal nicht. Oder? Ja doch, sechsmal könnte ich es herstellen. Könnte Kappa-Tee produzieren einmal. Düsterbräu. Tanisahne. Tanisahne. Ist das ein Wortspiel? Noch ein Schiffswrack. Okay, da, die Piraten haben wir jetzt mal erstmal abgehängt. Ja, du stößt auf eine verlassene Tao, halb im Sand begraben. Wind pfeift durch die klaffenden Löcher in dem Rumpf und lässt das Holz quietschen und stöhnen. Ja, ungeöffnete Wrackkisten liegen rum. Das Wrack durchsuchen. Du durchsuchst das Wrack einige Stunden lang. Seil und Enterhaken. Durchsuchen wir es nochmal. Kiste voller Münzen, 38 Baby. Wow, das ist gut Geld. Reparaturvorräte. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der mich verfolgt. Deswegen werde ich jetzt hier schon mal das Spiel speichern. Auch wenn wir ein bisschen früh dran sind, LP018, speichern. Ja, der hat es auf mich abgesehen.
Der hat 5 plus 4. Ja, können im Schiffskampf nicht verletzt werden. Rundtrottel, regiere, zockt auf einen kleinen Punkt auf dem fernen Horizont. Captain, ein Schiff nähert sich. Du spähst zum Horizont und siehst eine unbekannte Flagge in der Brise wehen. Das Schiff kommt näher und seine Mannschaft öffnet die Kanonenluken. Ja. Entern vorbereiten. Das nervöse Moment der Besatzung halt durch die Schiffe, also den Befehl gibt's vorzudringen. Die Defiant wird so leichtes Ziel für hakendes Feuer, was das Risiko auf Verletzungen erhöht. Andererseits, wenn ich so darüber nachdenke, Kampf aufnehmen. Ja, mit eigenen schnellen Manövern kann sich die Defiant den Wind verteilen, sicher bevor die Felding auch die Chance hat, jetzt selbst zu beanspruchen. Gut, wir sind noch weit weg. Also gehen wir mal volle Kraft voraus. Ja. Ja, die generische Mannschaft eilt auf ihre Posten, um sich auf die Manöver vorzubereiten. Ja, Felding nach Steuerbord. Wähle deine Vorgehensweise. Klar machen zum Halsen, also umdrehen. Position halten. Wir wollen noch etwas näher ran. Ja, Distanz verringert. Die gegnerische Mannschaft eilt. Wähle deine Vorgehensweise. Gib noch einmal volle Kraft voraus. Ja, bewegt Matrose nach Patrose. Kann sich den Vorteil sichern, das ist gut. Meldung machen. Wir haben die Kanonen auf Backbord, also drehen wir auch auf Backbord. Auf Hard Backbord. Ja. Vorgehensweise, Position halten. Ja. Das ist ordentlich Schaden. Wähle deine Vorgehensweise. Klar machen zum Halsen. Wir drehen, stehen verkehrt rum. Wir brauchen das Schiff dort. Ja, die haben jetzt den Vorteil. Ja, feuer die Backbordkanone ab. Feuer. Ja, wir schaden bei uns auch. Gib mal volle Kraft voraus. Meldung machen, es sind noch alle unverletzt, okay. Dann treibt mal auf halbe Segel. Durchdrehen, durch Feuer einstecken. Nee, dann Position halten erstmal. Und Feuer. So, wir drehen uns jetzt wieder nach Backbord. Versuchen wir näher an sie ranzukommen. Eigentlich muss ich jetzt hier einen Cut machen. Das heißt, wir starten den Kampf nachher nochmal. Ich will eigentlich mal versuchen zu entern. Das heißt, ich werde mit voller Kraft die ganze Zeit auf sie zufahren und Schaden ignorieren.
bis ich in Enterreichweite bin. Gut. Ich kann nicht abbrechen, das ist blöd. Ja gut, wir haben jetzt sehr viel verloren, weil ich mich ergeben habe, aber wir können ja einfach neu laden und dann kriegen wir das schon hin. Also, jetzt gibt es erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.